Sadada, moin moin und herzlich willkommen hier unten zu einer neuen chilligen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die hier in der Outback Roadies Mod. Heißt das jetzt Roadies oder Rowdies? Ich glaube Roadies steht da immer. Aber was soll's, ist ja auch egal. Ja, heute vorbei, war jetzt nicht so spannend, letzte Folge, wie du gesehen hast, ne? Aber macht nichts. Wir haben ja Gott sei Dank was zu essen und zu trinken dabei. Das werden wir jetzt benutzen und hier ein bisschen reinhüpfeln, schmeißeln. Das können wir auch essen, hier können wir auch trinken. Und dann machen wir jetzt fix die Quest und geben die dann direkt bei Jen ab. Schrägstrich Tanja. So, die brauche ich auch hier. Können auch wieder da rein. Weg damit. Weg, weg, weg. Weg. Das kann hier hin so. Passt schon. Jetzt will ich nicht alles haben für den Käse. Dann können wir mal gucken, wie viele Punkte wir haben. 3. Das ist gut, dann könnten wir den Speermeister endlich noch was weitermachen. 6. 7. Nein. Okay, noch nicht. Aber gleich. So, gehen wir mal gucken, was hier los ist. Der Hirsch hängt wieder da hinten fest. Ich sammle ein paar Federn ein. Dum, 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 dum. Das Ding hier sollen wir machen. Ach, da, wie war das nochmal? Ich glaube, das hat einen Tunnel nach unten ins Haus, ne? Kann das sein? So. Der kommt mir auch sehr bekannt vor hier, der Trailer. Zip. Da sitzt doch jemand drin, der so eine 28 Alphas Mod spielt gerade auf YouTube, ne? Könnt ihr euch übrigens auch angucken, wenn ihr wollt. Wer mehr von der Mod sehen möchte. Wir haben ja aufgehört damit. Mir reicht's. Zap. Sehr schön. In diesem Sinne, ne? Schöne Grüße. Hoffe, es geht dir und deinen Liebsten gut. Euch allen geht's gut. So. Hallo? Dein Ernst. Geh weg. Du stinkst. Benzin. Benzin. Ach, ist das schön. Genau, guck, jetzt sind wir nämlich unten im Haus, ne? Ja, komm, wo bist du, Pamela? Ja, wir müssen eigentlich nur die Vorräte suchen, aber jetzt machen wir trotzdem alles leer hier. Was soll's? Was soll's, was soll's? Och, nö, der... Rübe weg. Das Bein brauchst du nicht mehr. Ach, der ist hier an der Türe da, ne? Irgendwo. Genau da. Krause! Alte Socke. Wie geht's? Schön bist du da. Das sag ich ja, der komische Kackladen hier war das, ne? Richtig. So. So, wo sind die Vorräte? Da hinten irgendwo und oben. Über uns kann man hier hoch? Echt jetzt? Bücher liegen in der Ecke. Die nehmen wir natürlich gern. Ein Hemd braucht man nicht. Drin irgendwo? Nein. Wo ist das Ding denn jetzt? Oben am Schrank. Da oben steht das irgendwo drin. Kann ich dir jetzt schon sagen, aber wie komme ich denn... Aha. Ja, kannst auch runterkommen. Kein Problem, Bob. Sehr gut. Dankeschön. Hungerhammer. Können wir die beiden Dosen hier essen? Muss ja auch mal sein, ne? So, wer ist hier noch? Sag mal, wie viele Krauses gibt's eigentlich hier? Vergiss es. Vergiss es. Du Sackgesicht. Aha. Ja,
auch eine schöne Base hier oben. Würde mir auch gefallen. Wie gesagt, ich liebe diese kleinen, verwinkelten Räume. Und direkt essen. Da steht die Tasche. Sehr gut. Quest fertig. Raus hier. Ab zum Auto und nach Haus. Den können wir eigentlich noch auseinandernehmen für ein bisschen Benzin. Oh, lecker, alte Sandwiches. Also bisher ist die Stadt echt gut. Alles schön auf dem Haufen hier, muss ich sagen. Gefällt mir. Gefällt mir. Einziges, was mir nicht gefällt, sind die tasmanischen Teufel und so hier. Nee. Ach, das war das Reh. Ich wollte gerade sagen, was flitzt denn da rum? Ich habe es nur aus dem Augenwinkel gesehen. So, noch ein bisschen tanken. Sind wir bei 30, das ist gut. Ich würde ja gerne mit dem MG da oben auf dem Dach schießen können, ne? Aber ich glaube, das geht nicht. Das wäre dann OP. Stell dir vor, du könntest zu zweit hier drin sitzen. Einer fährt, der andere schießt. Könntest du jede Horde easy peasy machen. Einfach durch die Gegend heizen und bababababababab durch die Gegend ballern. Aber das wäre dann, glaube ich, zu Battlefield-like. So, lass mich mal rein. Gucken, was du hier hast. Sind wir eigentlich schon wieder überladen? Ich glaube nicht, ne? Noch nicht, kann auch nicht so lange dauern. Na, no, das hört sich... okay, was ist das? Da oben. Die will uns ans Leder, kommt aber nicht rein. Gott sei Dank ist das unzerstörbar hier. Nehmen wir ein paar Zeitschriften. Wir nehmen ein paar Zeitschriften. Dankeschön. Aufträge. Ich will Zombies beseitigen. Always looking for some if you finish two Joe's USA, das müsste auch da hinten sein, ne? Jo. Schieße, habe ich Employee of the Month. Da ist wieder Sharp Sticks. Das ist super. Können wir mal gucken, ob wir den nächsten machen können. Speer, Eisenspeer. Leider immer noch nur ein Zweier. Schade. Wie weit sind wir denn da? Knüppel, Klingen, Vorschlaghämmer. Da sind die Speere. Bei 24 gibt es den Dreier. 39 brauchen wir für den Stahlspeer. Aber wir finden ja immer mehr und immer besser, ne? Dadurch, dass das so hochgeskillt ist. Ich glaube, ich packe das jetzt mal hier rein. Das werden wir jetzt brauchen, wenn wir rausgehen. Gucken wir mal. Oder sie ist weg. Von wegen. Irgendwas fliegt da oben. Frage ist wo. Ich habe es doch gesehen. Den Schatten hast du gesehen? Da. Was fliegt da? Was zum... Was ist das? Naja, solange es uns in Ruhe lässt. Bitteschön, wir haben keine Zeit für sowas. Wir haben Tag 7, müssen uns auf die Horde vorbereiten. Die an Tag 9 kommt. Da hinten müssen wir hin. Halt! So rum. Nicht da runterfahren, bitte. Nicht sind wir da. Wie wunderbar. Achtung. Was sprengt ab, Junge? Puh. Joe's USA. Welcome to Joe's Apartment. Ha, kennt ihr den Film noch? Ich liebe ihn. Wo er mit den Kakerlaken da redet, ne? Bruder Ralph, ich glaube, wir haben das geheiligte Apartment gefunden. Das ist so lustig. Hallo. Gute Nacht. So, wie sieht's aus? Zwei haben wir. Alles klar. Oh, meine Nase, du.
Ja, komm raus. Komm. Weg mit dir. So, diesmal gehen wir den richtigen Weg, weil wir müssen eh alles säubern. Was der Hund und so. Kommt man hier hinten rein? Nein, aber hier kommt man hoch. Und ich weiß, dass der Hund da drin ist. Nee, danke. Da hinten läuft Skeletor rum. Ah. Da wäre im Schrank garantiert. Kaum wir riskieren's, was soll's. Der bleibt einfach stehen, ey. Das, muss ich sagen, ist leider einer der größten Nachteile dieses Spiels, ne? Wenn man das so viel spielt, man kennt halt auswendig, man erschreckt sich kaum noch, wenn hier irgendwo ein Zombie aus dem Schrank kommt oder so. Weil du genau weißt, die kommen immer überall daraus, das ist Gain. Wo ist denn der Hund? Rosi! Wie geht's dir? Doch gut. Da gibt's Essen. Nam 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 nam. Katzenfutter. Sehr gut. Sehr gut. Kommt da. Die drei von der Tankstelle da. Mach mal zu. Gucken, ob da schon was Ferales oder so bei ist. Aber langsam könnte es interessant werden. Ja, haut ihr. Na? Da brennt wer. Liegen bleiben. Also, ich kann die Mod hier nur empfehlen. Ihr seht's, man kann sich schön 150% EP buffen selber mit dem Skillbaum. Du kriegst direkt am Anfang ein Auto. Perfekt. Für alle, die einfach nur ein bisschen daddeln wollen, ohne sich hier groß abzurackern oder so. So, ist bestimmt was für den einen oder anderen dabei. So, Quest ist erledigt. Wieder alles einsammeln. Dankeschön. Das ist jetzt echt Magnum-Munition gewesen. Rocket-Fire-Ammo? Was soll ich denn damit? Ich habe keinen Raketenwerfer. Ich glaube nicht, dass wir so schnell an Raketenwerfer kommen werden, ey. Oh Mann. Hm? Hallo? Da hinten steht er. Aha. Was ist los? Hast du auch ein Knie? Dankeschön. Müssen wir aufpassen, dass kein tasmanischer Teufel ankommt hier. Jetzt will ich immer Wombat sagen, weil ich die ganze Zeit die Wombats genannt habe, ne? Aber es sind ja tasmanische Teufel, keine Wombats. Das ist doof. Da steht wieder Skippy und will tanken. Den lassen wir auch mal in Ruhe. Der verteidigt bestimmt sein Revier hier. So, Quest abgeben, gucken, was da rauskommt. Mann, wir müssen mal ein bisschen weiterkommen hier. Und dann können wir bei uns schon mal ein bisschen, bisschen vorbereiten für Tag 9. Weil wenn wir die wirklich bei uns an den Silos machen wollen, dann, ja, müssen wir gucken. Wie wir das machen. Da ist sie doch wieder. Eine Fledermaus. Von hinten, du Rattenvieh. Meine Güte, gut, dass sie so dämlich war und da festgehangen hat.
Immer von hinten die Säcke, ne? Wow, I didn't think you had it in you. Good job. Sledgehammer Stamina Mod. Spartans Stamina Mod decreases Stamina use for Sledge Weapons by 15%. Okay, ja, aber ich will aber keinen Sledgehammer. Ich mag ihn nicht. Gib mir lieber die Munition. So, zwei Wasserfilter, ein Fahrrad brauche ich nicht, eine Schmiede auch nicht. Fallenpaket mit passiven Fallen. Ja, gib mal her. Besondere Aufträge, Stufe 2, Handelsrouten öffnen. Machen wir mal. So, was hier drin? Ah, ein paar Minen. Stacheldraht, Holzstachelfallen. Okay, die können wir natürlich bei uns verteilen, das ist kein Problem. Aber dann gehen wir jetzt erstmal die Handelsrouten öffnen, weil dann kommen wir mal ein bisschen, rum hier. So, können wir das noch stacken? Können wir, den können wir essen. Weg, weg, das können wir lernen. Weg, weg, weg. Alles weg hier. Alles ins Auto. Diese gammelige Fledermaus, ey. Trinken. So, wo müssen wir denn hin? Wo sind die Handelsrouten, wenn ich fragen darf? 3,3 Kilometer. Ja, nee, ist klar. Alter, da oben. Ob wir da hinkommen mit 27%? Da müssen wir unterwegs auf jeden Fall Benzin sammeln. Mal gucken. Reparieren mal. Wir versuchen das jetzt. Schauen wir mal. Aber garantiert werden wir Benzin irgendwo einsammeln müssen, weil da kommt man nicht hin. Kompletti. Bauen wir mal direkt an. Würde ich sagen. Sogar noch unberührt. Warum ist der unberührt? Habe ich schon da wieder gemacht. 102 Benzin ist schon mal gut. Uiuiuiuiuiui. Das ist weit. 3,3 Kilometer und dann da wieder die Berge, wenn ich das schon wieder sehe. Da wäre ich wieder wahnsinnig. Da muss ich ja komplett drumherum fahren. Denn die ist ja genau mein Ding. Genau mein Ding. So, 4000 EP, um ein Auto abzubauen. Das ist auch in Ordnung. Tanken. Weiter geht's. Noch eins hier. Bleibt uns leider nichts anderes übrig. Ah, schon wieder 198. Das ist natürlich gut, ne? Das ist jetzt das Positive daran, dass wir doppelten Loot haben. Einfach mal ein paar Fun-Einstellungen, hat er gesagt. Macht's Spaß, hat er gesagt. Ne? So, 345, wieder rein da. Zack. Oh, hier sind 3-4 Stück, die können wir alle einsammeln. Es tut mir leid, wenn das jetzt gerade ein bisschen langweilig ist, ja, aber das gehört halt auch dazu. Ihr sagt ja auch immer, ne? Ist kein Problem, das gehört dazu. Was war das? Kennbett, kann ich den zerlegen? Nee, ich kann nur abschließen. Gibt der Geld? Ja, 24. Wow. Voll krass. Voll krass. Ich warte jetzt nur drauf, dass Skippy hinter uns steht und uns eine klatscht. Ob in dem Bagger Benzin ist? Hm. Das können wir mal ausprobieren. War es kein Benzin drin? Frechheit. Ich glaube, es hackt. Puh. $325 haben wir jetzt. Ja, da kommt wieder nicht so viel raus, leider. Level up. Haben wir jetzt die 3 Punkte. Jetzt haben wir sogar 4. Können wir ihn auf 7 machen. Auf 3 oder auf 3? Ich glaube, wir machen mal auf 3 hier, dass wir mehr Benzin kriegen. Dann geht es schneller und wir kriegen mehr. Weil wir brauchen Benzin. Es geht nicht anders. 6er Kennbett, natürlich. Weißt du, ich will das Ding nicht spielen. Zum Verrecken nicht. Deswegen finde ich die immer weiter. Man kennt es, ne? 444 haben wir jetzt schon. So, das müsste eigentlich schon. Das müsste eigentlich reichen, um hinzukommen. Dann schauen wir mal.
Sehr schön. So, haben wir ja alles leer geräumt. Den lasse ich mal stehen. Wie viel passt rein? Alles logischerweise. 37, das ist in Ordnung. So, ich muss nur gerade gucken, ob da wirklich Benzin rauskommt. Tatsache, da kommt Benzin raus. Gut, auf der anderen Seite, warum sollte da kein Benzin rauskommen, ne? Dann müssen wir den mitnehmen. So einen will ich haben zum Rumfahren. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Das würde ich feiern. So, 68 pro Ratschi Ratschi hier ist da weg. Das ist gut. Ja, guck, jetzt wo wir es hochgeskillt haben, noch einen. Geht's auch eine ganze Ecke schneller. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Dann machen wir den Bagger hier auch noch weg und dann hammert. Zack. Kaum spricht man von Skippy, ne? Steht er da und beobachtet uns. Ich bin dann mal weg. Ich lasse dich in Ruhe. Ich respektiere das. Ist deine Hut. Ich mache mich aus dem Staub. Will mich nicht mit dir anlegen. Keine Angst. Alles deins. Ach du grüne Neune. Da hinten haben wir die große Straße, die den Berg hochgeht. Jo. Ups, sorry. War nicht so gewollt. Bisschen schnell hier. Da ist der Saloon. See. Ach du Kacke, was ist denn das bitte für eine Straße? Ups, sorry. So, jetzt seht ihr wieder eindrucksvoll, warum Ede keinen Führerschein hat und kein Auto fährt. Willst du so einen wie mich auf der Straße haben? Ich glaube nicht. Ruhe. Da kommt ein Airdrop, den könnten wir uns vielleicht auch noch holen gehen. Der baut nur solche Straßen. Das ist doch lächerlich. Hier kommst du ja überhaupt nicht hoch. Selbst mit einem Auto. Guck dir das mal an. Wir bleiben gleich stehen. Was ist das bitte? Was sind das für Straßen? Da läuft eine Krankenschwester. Hallo. Ich hab Aua. Sie müssen mir helfen. Ja. Geil, ne? Ich würde mal sagen, Kartengenerierung 1 plus mit Sternchen. Guck dir das an, ey. Kleine Spinne, hau ab. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Oh Mann. Das war ein Hühnchen. Das war ein Zombie. Hab ich gar nicht gesehen. Da noch einer. Macht aber nichts. Achtung! Ich hätte sogar Loot fallen lassen. Können wir später einsammeln. Rocker sind mir egal. Gucken, wo es hingeht. Oh Gott. Oh Gott. Hier ist wieder irgend so ein... Ups, sorry. Wildunfall. Heidewitzka, du. Heidewitzka. Herr Kapitän, oder wie war das, ne? Übel, übel. Hallo Hühnchen. 1,6 Kilometer noch. Alter, wo fahren wir hier rum? Bitte nicht in den Schnee oder so. Aber wir sehen mal was. Schön anzusehen ist es ja. Ein Häschen. In der Grube ganz still und stumm. Brachte er die Zombies um. So, was ist da drin? Ah, nice. Zack. Da ist der nächste. Kurz reparieren hier. Bringt mal gar nichts. Weil wir nichts geskillt haben. So, ein Kilometer noch. Da werden wir wohl schaffen. Aber man muss mal sagen, bisher die großen Straßen verbinden zwei Städte. Das ist ja auch schon mal was. Wir haben jetzt schon 10% Benzin verbraucht, ey.
Was zum Teufel ist das für ein Schatten da immer neben uns links? Der irritiert mich. Der macht mich ganz wahnsinnig. Was ist der dahinter irgendwo? In den Karpaten. Nicht dein Ernst, ne? Muss ich jetzt einmal komplett hier drum rumfahren oder fahr wieder in die andere Richtung? Ist Hammer, ne? Wo wir hier rumfahren. Krass. Oh oh. Ist das nur ein Baum oder kommt da das Wasteland? Ins Wasteland werde ich jetzt noch nicht gehen, das sage ich gleich. So, der ist da hinten, das wird wieder mehr, dann ist da irgendeine Stadt. Biegst du jetzt rechts ab oder führt die wirklich einmal im Kreis um den Berg rum? Da unten ist irgendwas. Da ist eine Stadt, da führt sie hin. Ich muss aber dahin. Da muss ich jetzt wohl oder übel abbiegen, tut mir leid. So, gucken, wo es lang geht. Wo wir hin. Alter, wo wir hin müssen. Holy moly. Wo verstecken sich hier bitte die Trader, wenn ich mal fragen darf? Guck dir das mal an. Da ist noch eine Straße, okay. Nehmen wir die. Komm, 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 du schaffst das, du schaffst das. Hopp, 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 hopp. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Hauptsache die Gasbuddel da hinten drin, ey. Da läuft wieder der Koch rum. Also, die gibt's ja auch. Gut zu wissen. Können wir die bestimmt anheuern. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Wenn wir welche finden. Ei, 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 ei. Wo wir hier rumfahren, ey. Tauchen wir in die andere Richtung. Unglaublich. Unglaublich. Und deswegen sind Fluggeräte immer besser als Fahrzeuge am Boden. Kannst du, ne, direkte Linie, einfach gerade runter, fertig. Wuhu! Ah, ist er doch. Sorry! Bitteschön, hier müssen wir hin. Okay, können wir direkt wieder ein bisschen Benzin sammeln. Für die Umfahrt. So, gibt's hier irgendwo was? Da. Dankeschön. Forge ahead. Die gute Forge ahead. Wir kennen es. So, da ist ein bisschen Benzin. Jawohl. Hier haben wir ein Auto mit Benzin. Jawohl. Aha. Nein, mit Nägeln und Heidelbeersamen. Habe ich immer im Auto, Heidelbeersamen. Klar ist klar, keine Frage. Da ist noch einer. Die hier. Den. Dann waren hier die Bücher drin, ne? Unten im Versteck. Der einzigste Trader, wo ich das Versteck kenne mittlerweile. Alle anderen habe ich es immer noch nicht gefunden. Da war's drin? Ne. Bücher. Wonderful day. Dieses Jahr habe ich Wonderful Day. So. Was war das? Das war irgendwas für Speere, ne? You've made my day, and ja. Here is your payment. Dankeschön. Weg damit, weg damit, weg damit. Weg damit. So, hast du irgendwas hier? Speere oder so? Sieht nicht danach aus. Ein Amboss hat er. Brauche ich jetzt nicht. Benzin. 2.500 habe ich. Dann gib mir die mal. So, danke schön. Das müsste reichen. Damit könnte ich nach Hause fahren, ne? Warte, wir müssen noch hier rein. So. Lernen. Alles klauen hier. Dankeschön. Dankeschön.
Schade. So, raus hier. Wir waren da draußen, ne? Da steht das Auto. Da müssen wir die nämlich nicht zerlegen und können direkt losdüsen. Können wir eigentlich noch mal gucken, was hier los ist in der Stadt. Da steht direkt ein Gerd. Alter, nur 40%. Nur 40% voll. Der ist schon fies. Halt die Klappe. Weg ist er. Ach da. Hallo, na komm doch. Probleme? Glaub nicht. Der brennt. So geil, ey, wie das verzögert ist. So, der ist auch weg. Da hinten läuft irgendwer oder was rum. Speermeister wollte ich machen. Richtig, so. Das heißt, verlangsamen Ausdauerkosten werden reduziert. 50% reduziert 20 Ausdauer. Finde mehr Speere und Teile in Beute. Na, dann fahren wir mal hier lang, würde ich sagen. Wer ist das? Ist das ein Zappelphilipp oder kenne ich den nicht? Alter. Lol. Er ist verstrahlt. Bin da mal weg. Okay. Da ist auch schon wieder ein Vogel hinter uns her. Also du hast gesehen, wie schnell wir da runterticken, ne? Den lassen wir besser mal in Ruhe. Wo fahren wir hin? Ach du grüne Neune, wir müssen hier hinten hängen, ne? Da ist unser Zuhause. Wir fahren in die verkehrte Richtung. Wir müssten nochmal um... Ja, da ist schon wieder der scheiß Vogel. Oh Mann, wir müssen da hinten lang. So, was es hier nicht alles gibt. Aber den lassen wir besser in Ruhe. Wie gesagt, der macht Aua. So schnell können wir gar nicht gucken, wie wir runterticken da. Okay, müssen wir hier lang? Ich will aber nicht da hinten lang, ich will hier durch. Dann gucken wir mal, ob wir da irgendwo auf unsere Straße kommen. Keine Ahnung, was das war. Oh Mann. Fahren ja auch alles platt. Aber so ist das halt, wenn du nichts siehst. Überall hier. Ich glaube, hier oben war eine, ne? Gucken wir mal, dass wir hier hochkommen. Kommen wir hier hoch, bleibe ich hängen. Das ist wieder der scheiß Vogel. Ja, irgendwer oder was hängt in uns drin. Das muss der Vogel sein, ne? Ein Adler, willst du mich verarschen? Ich geh kaputt, ey. Hau ab. Weißt du, guck mal, so ein dusseliges Vieh, das killt uns um ein Haar. Das kann's einfach nicht sein. Der Säufer McSpeck. So. Scheiß Vogel. Aber da hat man es wieder gesehen, ne? Echt, die Endgegner sind die Tiere hier. Die tasmanischen Teufel, die Kängurus, die Adler und was weiß ich. Mit denen ist echt nicht zu spaßen. Da ist schon wieder eine Spinne. Nein, lass mich in Ruhe. Hau ab. So, wo ist die Straße? Da unten. Ach du grüne Neune. Aber ich mach's jetzt, mir reicht's. Da ist schon wieder irgendein Vogel. Wir müssen hier runter. So. Mann, jetzt müssen wir auf der Straße sein, mit der wir nach Hause kommen. Auto gleich am Arsch, auch gut. Jawohl. So, über die Straße geht's wieder nach Hause. Mann. Was eine Tortur. Was ist das nun wieder für eine Kartengenerierung hier, ey? So, ich fange wieder an zu kochen, wie du siehst.
16:30. Ich fahre jetzt nach Hause, lecke meine Wunden, räume das ganze Zeug weg. Du lässt einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat. Und in diesem Sinne sage ich wie immer, danke für deine Zeit.